Das ist sie, die Großsiedlung Heerstraße Nord. Hier leben über 20.000 Menschen unterschiedlicher Nationalitäten. In Einfamilienhäusern genauso wie in Hochhäusern. Und viermal im Jahr entsteht die Stadtteilzeitung Der Treffpunkt. Mit aktuellem und mit Informationen über das Geschehen im Quartier. Uli ist immer auf der Suche nach interessanten Motiven, denn wir haben das Quartier im Blick. Narcissa recherchiert zu den unterschiedlichsten Themen und ist die direkte Verbindung zum Quartiersmanagement und zu den vielen stark Engagierten. Brigitte ist für jede Ausgabe mit Nachbarinnen und Nachbarn im Gespräch. Maria stellt Bücher vor, rezensiert und gibt Empfehlungen für Lesefreude. Das Redaktionsteam trifft sich alle zwei Wochen und diskutiert die Inhalte der jeweils nächsten Ausgabe. Der Treffpunkt schaut auch mit einem Augenzwinkern auf den Kiez. Dafür gibt's die Ente von Cornelia. Wenn Texte und Bilder da sind, setzt Uli den Treffpunkt am Bildschirm zusammen. Paul prüft mit den Augen des Chefredakteurs die fertige Zeitung. Nach der gelungenen Redaktionsarbeit verabschiedet sich das Team oder hält noch einen kleinen Plausch. Die Arbeit des Treffpunktteams ist erst getan, wenn Hans-Jürgen mit weiteren stark Engagierten 7500 Exemplare in die Briefkästen der Nachbarschaft geworfen hat. In 14 Tagen sehen wir uns wieder. Dann diskutieren wir über den Aufmacher im nächsten Treffpunkt und Sie können dabei sein. Wie können Sie uns erreichen? Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail. Alles steht im Treffpunkt, hier auf der letzten Seite. Wir freuen uns auf Sie. Kommen Sie zu uns. Schauen Sie uns über die Schulter und machen Sie mit.